Hallo, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen am Freitagabend. Sie wissen, wir sind für Sie da, für Sie, die Wrestling-Fans. Sie haben sich ja das auch verdient, das Wochenende in dieser vorweihnachtlichen Zeit. Und wir wollen Ihnen das Wochenende vielleicht ein wenig versüßen mit unserer Sendung. Und wir haben natürlich auch Superstars mitgebracht, der WWF. Unter anderem zum Beispiel Shawn Michaels. Den erleben Sie heute in einem Interview. Sie wissen, das ist der Intercontinental Champ. Und wir haben auch Razor Ramon heute zu Gast. Max Moon ist auch dabei. Das ist der Wrestler der 90er Jahre, könnte man sagen. Und wir haben auch Yokozuna da. Und seine 230 Kilo hat er ja am Dienstag auf Virgil fallen lassen. Man müsste vielleicht mal anrufen, ob es Virgil noch ganz gut geht. Aber ich denke, wir haben noch keine negative Nachricht gehört. Wir können hoffen für ihn. Also in diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt eine schöne Sendung. Wir sehen uns ja dann gleich wieder. Tschüss. Herzlich willkommen zu Ringfrei. Heute im Programm die Tag Team Champions Money Inc. Wir zeigen Ihnen, was unmittelbar nach der Survivor Series mit Razor Ramon und Ric Flair geschah. Der stets lächelnde Crush ist auch wieder mal dabei. Und ein Interview mit dem Intercontinental Champion Shawn Michaels. Das sind natürlich nur einige der vielen Highlights der heutigen Sendung. Beginnen wollen wir mit den amtierenden Tag Team Champs Money Incorporated, also Ted DiBiase und IRS. Zusammen mit den Beverly Brothers haben sie ja bei der Survivor Series gegen die Natural Disasters und die Nasty Boys in einem 8-Mann-Tag-Team-Match verloren. Und die eben genannten Nasty Boys sind auch die neuen Nummer 1 Herausforderer für den Tag-Team-Titel. Zwischen diesen beiden Top-Duos dürfen wir uns in der Zukunft sicher noch auf einige heiße Matches gefasst machen. Die Gegner von Money Inc. heute werden wohl nie zu den Top-Teams gehören. Das sind nämlich George Anderson und Rock Werner. How many times do you people have to be told that tax cheating is illegal in this country? In letzter Zeit scheinen IRS und Ted DiBiase immer verbissener zu werden. Früher haben sie manchmal noch Spaß gemacht, aber in letzter Zeit hat sich die Zahl ihrer Gegner immer mehr vergrößert. Da bleibt dafür keine Zeit mehr natürlich. Der IRS geht diesmal richtig auf die Zuschauer los. Ich bin mal gespannt, ob den beiden irgendwann mal die Sicherung durchbrennt. So könnten sie durchaus den Titel mal verlieren. Anderson greift sofort an, setzt den Side-Headlock an, aber IRS mit dem Whip noch. Anderson hält zur Überraschung aller fest. Na, dann gibt es eben den Suplex, sagt sich IRS. Er will hier nicht lange herumfackeln. Er macht gleich weiter. Ein Side-Backbreaker. Und der schnelle Elbow-Drop. Noch einer. Der DiBiase hält schon seinen Stiefel hin. Und Anderson muss drauf. Das nutzt IRS auch gleich zum Wechsel. Mal sehen, ob der Million Dollar Man genauso verbissen kämpft wie sein Partner. Ja, offenbar schon. Er macht sich gleich ans Werk. Whipping von Anderson. Aber beim Shoulderblock muss er zu Boden. DiBiase macht gleich weiter. Er blockt einen Hip-Toss ab und zeigt selbst einen. Money Inc. sind heute wirklich in Fahrt. Überwurf von DiBiase. So ist er in der Oberlage. Schultert seinen Gegner, der Ringrichter zählt sofort an, aber DiBiase zieht Anderson wieder hoch, will so den Kampf nicht beenden. Die beiden schon wieder auf den Beinen, ein Whip-In von Anderson erneut, aber sein Ellenbogen verfehlt und der Clothesline fegt ihn zu Boden. DiBiase schickt ihn auch gleich mit dem Whip-In in die Ringecke, nun muss Rock Werner zeigen, ob er was drauf hat. Greift sehr unbedacht an und handelt sich sofort einen Suplex ein. Hier noch der Face Slam. Heute ist nichts und niemand vor IRS und Ted DiBiase sicher. Whip-In von DiBiase. Und da der Power Slam. Aber er beendet den Kampf noch nicht. Im Gegenteil, er schickt IRS wieder rein. Und den empfangen natürlich die bekannten Irwin-Rufe. Aber er reagiert mit dem Whip-In. Flying Clothesline.
Cover hier. Und dieser Kampf ist beendet. Jetzt haben die beiden genug. Ich glaube, mit einer solchen Leistung hätte ihnen kein Team der Welt den Titel streitig machen können. Wir sehen uns jetzt nochmal die Zeitlupenstudien an, die wir vorbereitet haben. Und dann weiter geht's zu einem Blick hinter die Kulissen. Now, let's take you back to last week's Survivor Series, where we caught Ric Flair and Razor Ramon in the act of fleeing through the back door to avoid facing the media. Go put the bed in. Right. Oh, Mr. Flair, we got a comment on the outcome of Survivor Series. Leave it on, Ray. Leave it on. You want a comment, man? You want a comment? Okay, man, here's a comment for you. Here's one for you, Mr. Perfect. Come on, Razor. You double-cross Razor Ramon, man. I'm gonna carve you up, Chico. I'm gonna carve you up, man. It ain't right. Perfect. You're living and riding high on borrowed time. Remember that. Let's go. Let's go, man. Go. Ja, die beiden haben nicht nur den Kampf gegen Mr. Perfect und den Macho Man Randy Savage verloren. Sie wissen es auch ganz genau. Flair und Ramon konnten noch nie verlieren und deshalb bin ich sicher, dass sie Savage und vor allem Perfect jagen werden. Von Perfect fühlen sie sich betrogen, doch ich kann nur sagen, die WWF hat einen ihrer größten Superstars wieder und er hat in seiner Abwesenheit offenbar viel dazugelernt. Doch nun zu Papa Shango, der schon auf dem Weg zum Ring ist. Auch er will ja unbedingt einen Titelkampf haben. Seinen ersten gegen Bret Hart beim Saturday Night's Main Event hat er verloren, das habe ich Ihnen ja schon letzte Woche mitgeteilt. Aber es kommen sicher noch einige, denn Shango ist ein sehr gefährlicher Mann, wie er dutzendfach unter Beweis gestellt hat. Heute wird er wahrscheinlich auch wieder eine sehr gute Leistung bringen müssen, denn er hat es nun mit dem New Yorker Jim Powers zu tun, der ja immer an der Schwelle zur absoluten Superspitze steht. Shango ist wie üblich in Rauch eingehüllt und so will er auch den Gegner beeindrucken. Aber Jim Powers ist zu erfahren, als dass er sich davon einschüchtern ließe. Gehen die beiden langsam aufeinander los. Powers wartet geduldig ab. Dann weicht er aus, setzt sofort auf eine seiner großen Stärken, nämlich Schnelligkeit. Und nochmal gelingt es ihm auszuweichen, aber ewig kann das natürlich nicht so weitergehen. Da hat ihn Shango erwischt und schleudert ihn in die Ecke. Noch einmal. Dann schon gehen die Probleme für Powers los. Wieder ein harter Schlag. Und der Whip-In. Der war wirklich sehr hart. Shango nimmt sich Zeit. Dann stürmt er vor, aber Powers hat sich schon wiederholt und weicht aus. Sofort rollt er Shango ein. Aber er bricht selbst ab. Warum, das weiß ich eigentlich gar nicht. Ein Whip-In. Nein, es wird ein Reversal. Aber Powers ist wieder weg. Da gelingt ihm der Sunset Flip, aber ich glaube nicht, dass er Shango umreißen kann. Genauso ist es aber dem Schlag des Voodoo-Meisters, kann er ausweichen. Aber da kam ihm der überraschende Clothesline und nun glaube ich kaum, dass Powers es weiterhin so leicht haben wird. Shango hat ihn schon wieder in der Klemme. Und sein Headbutt in den Magen hat genau gesessen. Powers windet sich vor Schmerzen, aber er hat keine Zeit, sich auszuruhen. Shango mit dem Whip-In. Ganz locker fährt er den Ellbogen raus und Powers ist erneut auf dem Boden. Ja, nun ist es wieder Zeit für Shango mit seinem Meister zu kommunizieren und sich vielleicht sogar Kommandos zu holen. Und dann geht es wieder zurück zum Gegner. Was wird Shango aufgetragen bekommen haben? Einen Body Slam und der war wirklich hart, denn Powers fällt aus einer Höhe von über 2 Metern zu Boden. Ja, und Shango will Powers offenbar verzaubern, spricht Formeln. Aber dann folgt ein ganz profaner Tritt in den Rücken. Shango nimmt Powers gleich mit. Und hier in der Ecke, Sie können es sehen, drückt er Powers so heftig in die Pfosten, wie er nur kann. Powers spürt die Schmerzen, das hört man auch ganz deutlich. Zurück geht's in den Ring. Ein gewaltiger Schwinger hier. Powers kann wirklich nicht mehr allzu viel ausrichten, so scheint es.
Sicherheit sogar nicht, denn hier ist der Ansatz zu Shango's Shoulder Breaker. Lange hält der Powers oben. Und da ist der Breaker. Das Cover. Don Shango hat gewonnen. Hier ist der Clown wieder. Er scheint nicht sonderlich begeistert zu sein. Die übrigen Zuschauer schließen sich dieser Meinung an. Oh, und hier schleudert Shango aus seinem Stock Funken in die Luft. Er hat immer eine Überraschung parat. Seinen Finishing Move, den Shoulder Breaker, schauen wir uns jetzt nochmal in der Zeitlupe an. Und dann geht's gleich weiter. Diese Klänge haben wir schon ewig nicht mehr gehört. Sie gehören natürlich Hacksaw Jim Duggan. Das ist genau der Kampf, den wir nach diesem beängstigenden Shango-Kampf brauchen. Jim Duggan ist immer guter Laune und steckt das Publikum auch damit an. Er ist natürlich nicht das, was man einen tollen Techniker nennt, aber er macht diesen Mann mit überschäumender Begeisterung wieder weg. Heute zeigt sich, dass das Publikum ihn von ganzem Herzen liebt. Für Hacksaws Gegner Todd Becker dürfte das allerdings nicht gelten. Und Hacksaw hat natürlich wie immer seinen verlässlichen Stock, den 2x4, dabei. Und schwingt er auch gleich, aber jeder weiß, dass Hacksaw ihn nicht benutzen wird. Hier zeigt Duggan seinen Fans gleich seinen Patriotismus. Es ist einfach eine Augenweide, sich diesen verschmitzten Kerl zu betrachten. Und sofort bezieht Duggan die Leute in seinen Schlachtplan mit ein. Er holt sich ja oft Zustimmung von den Rängen. Aber stark steht er hinter Becker her. Wie gesagt, Technikfans werden bei ihm kaum auf ihre Kosten kommen. Aber wer seinen Spaß haben und sich auch ein wenig amüsieren will, der ist hier genau richtig. Becker kann damit nichts anfangen. Er geht aus dem Ring, so darf Hacksaw nicht angreifen. Ja, und Duggan scheint die erneute Pause nur willkommen zu sein. Er juckst weiter mit dem Publikum herum. Aber hier der erste Angriff. Becker will sich Duggan schnappen, aber der reagiert mit einem schönen Takedown. Der kommt direkt aus dem Ringen. Becker reagiert auf ähnliche Weise. Er rutscht auf dem Boden herum, will Duggan nicht die Chance geben, ihn wirklich hart anzugreifen. Ja, Duggan ist nicht sonderlich ärgerlich darüber. Er spielt mit. Nun allerdings hat er Becker sicher. Er muss in die Ringecke. Ein Tritt folgt nach. Und der Whip-In von Duggan, aber Becker federt ins Seil, aber dann der Reverse-Back-Flip und Duggan fängt ihn auf. Die Aktion war gut, aber Duggan hat einfach zu viel Kraft und nun hängt der Becker ins Seil. Tja, als Becker auf dem Seil stand, hatte sich das noch ganz anders vorgestellt. Und Duggan tritt kräftig zu, Becker hat hier überhaupt keine Chance. Aber lange hat Duggan damit natürlich nicht weitergemacht, denn diese Aktion ist unfair und Duggan versucht immer so fair wie nur möglich zu bleiben. Schon ist er wieder dabei. Dave Hebner achtet auch auf jede Aktion. Whip-In hier. Hier ist der Helikopter, der Becker mit Sicherheit ins Wanken bringen wird. Oh, ich glaube, so weit kommt es gar nicht mehr, denn Duggan gibt das Zeichen zu seinem Running Clothesline. Als früherer American-Football-Spieler geht er in den Three-Point-Stance, wie es die Football-Profis zu Beginn eines Spielzugs an der Line of Scrimmage auch tun. Dann explodiert Duggan regelrecht, der Clothesline sitzt. Duggan covert Becker sofort. Dieser Kampf ist vorbei. Und Duggan kann nun ausgiebig mit seinen Fans feiern. Dabei wollen wir nicht stören und melden uns deshalb erst zum nächsten Kampf wieder.
wieder die Heavy-Metal-Gitarre, die uns den riesen Crush ankündigt. Wie immer ist er braun gebrannt und scheint sich in allerbester körperlicher Form zu befinden. Das Publikum hat ihn von Anfang an ja ans Herz geschlossen, aber nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland, wie die letzte Tournee bewiesen hat. Sein Gegner heute ist Brian Costello. Gegen einen anderen Gegner hätte ich Costello Chancen eingeräumt, nicht allerdings gegen Crush. Der Gong ist ertönt. Mal sehen, wie Crush heute agiert. Schon sind die beiden im Lock. Ein Reversal und ein Toehold Takedown von Crush. Jetzt bindet er seinen Gegner regelrecht zusammen. Er streckt die Beinmuskeln durch, ein sehr schmerzhafter Griff. Und dann stürzt er sich zu Boden. Sein Ziel ist erreicht, Costello spürt seine Beine wohl kaum noch. Mit letzter Kraft greift er ins Seil und da muss Crush natürlich loslassen. Das tut er auch, er hat es nicht eilig, er weiß ganz genau, was er kann. Nimmt die Haare noch ein bisschen in Ordnung, wartet ab. Wieder der Lock. Doch diesmal dreht Costello Crush den Arm auf den Rücken. Aber der Riese scheint nicht sonderlich beunruhigt zu sein. Er packt sich Costellos Bein, wirft ihn locker über den Rücken auf die Matte. Crush weiß auf alles einfach eine Antwort. Jetzt kann man natürlich abwarten, dass Costello die Luft ausgeht. Sehr langsam geht er wieder auf Crush zu, um sich seine drei Prügel abzuholen. Aber hat Crush hier überrascht? Nochmal, er schlägt nach, so fest er kann. Und hier ist sogar der Front Face Lock. Wer hätte das gedacht? Und der Ansatz zum Back Suplex. Aber Crush stemmt sich dagegen. Ich glaube, er ist für Costello einfach zu schwer. Und genau so ist es. Crush zeigt selbst den Back Suplex. Ja, nun wirkt der gutmütige Hawaiianer doch sehr viel entschlossener. So viel wollte er sich von Costello eigentlich nicht bieten lassen. Costello ist draußen und behende folgt ihm Crush über das Seil. Was erwartet der arme Kerl draußen? Ein Clothesline natürlich. Das Publikum rast. Endlich ist sein Liebling ganz nah bei ihm in Aktion. Und für Costello geht's zurück in den Ring. Und hier kommt das Zeichen von Crush für seinen Press. Das Publikum rastet nun völlig aus, denn diese Kraftaktionen sind einfach zu beeindruckend, als dass man darauf verzichten möchte. Da ist er auch schon. Immer und immer wieder muss Costello hoch über den Kopf von Crush. Und hier geht's blitzschnell abwärts. Ein Leg Drop von Crush. Ich glaube, hier ist das Ende nahe. Ein Zeichen für den Cranium Crush. Wieder unbeschreiblicher Jubel aus dem Publikum. Und hier ist er auch schon. Costello muss sogar in die Luft. Und Schluss ist es, der Kampf ist vorbei. Zarte fernöstliche Klänge und sie wissen ganz genau, wer nun in die Halle kommt. Es ist natürlich Yokozuna mit seinem Manager Mr. Fuji. Bei der Survivor Series hat es Yokozuna ja mit Virgil zu tun und Yokozuna war einfach zu überlegen. Er machte Virgil regelrecht fertig. Yokozuna wiegt auch an die 230 Kilogramm. Das letzte Mal sagte ich noch 185, doch das war bevor dieser Berg von Mann seine Pause machte. In der Zwischenzeit hat er gewaltig zugelegt und wiegt nun tatsächlich an die 230 Kilogramm. Damit ist er der schwerste aktive WWF-Superstar. Yokozunas Gegner heute ist Buck Zumoff. Tja, es tut mir leid, lieber Buck, aber ich glaube nicht, dass du auch nur den Hauch einer Chance gegen Yokozuna hast. Gleich folgt wohl wieder die Ringreinigungszeremonie von Yokozuna. Wir wollen ihn diese rituelle Aktion ohne Kommentar durchführen lassen, denn sie ist sehr wichtig für ihn.
Zumoff weiß offenbar überhaupt nichts damit anzufangen. Was ist es? Stampft Yokozuna mit den Füßen auf den Boden und gibt zu verstehen, dass er bereit ist? Zumoff greift an, aber er prallt an dem Fleischberg einfach ab. Yokozuna ist natürlich nicht sonderlich schnell, wie auch bei diesem Gewicht. Aber ist dennoch sehr gefährlich. Und hier schafft er einen Belly-to-Belly-Suplex. Schön gemacht. Jan Whippen. Zumoff kracht voll in die Ecke. Und da ist der Avalanche. Unglaublich, wie Zumoff da fast zerdrückt worden ist. Er scheint nun tatsächlich so, als wolle Yokozuna den Kampf beenden. Er stellt sich über Zumoff. Gleich folgt Yokozunas Finishing Move, der Banzai Drop. Dazu steigt er aufs Seil und wartet erstmal ab. Nach dem Splash, den wir hier eben gesehen und gehört haben, kommt kein Gegner mehr auf die Beine. Genauso ist es auch. Yokozuna strahlt natürlich. Wieder ertönen die Klänge, die für dieses Monster einfach zu zart sind, meiner Meinung nach. Wir sehen uns nochmal die Zeitlupe an und dann machen wir erstmal eine kleine Pause. Haben wir ihn schon in der letzten Woche vorgestellt. Es ist Lance Cassidy, der Westernheld der WWF. Ein neuer Mann, der letzte Woche in seinem Debüt nicht unbedingt voll überzeugen konnte. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass sein Gegner Terrific Terry Taylor einen fast identischen Stil bevorzugte. Keiner konnte alles zeigen, was er drauf hatte. Vielleicht ist das bei Cassidy heute anders. Der Gegner von Cassidy ist ebenfalls kein Unbekannter. Es ist der Brooklyn Brawler. Er wird sich heute bestimmt so präsentieren wie immer. Aggressiv und hinterhältig. Zögern endlich der Lock. Standing Wristlock vom Brawler. Hält ihn lange durch, setzt Cassidy sofort unter Druck. Aber der kontert mit einem Reversal. Und plötzlich wird dem Brawler der Arm auf den Rücken gedreht. Der Brooklyn Brawler flüchtet sicher das Beste, was er momentan tun kann. Cassidy trennt sich fair von ihm, aber der Brawler stößt ihn weg. Also hier haben sich auch keine Freunde gefunden. Wieder gehen die beiden in den Clinch. Wieder dreht Cassidy dem Brawler den Arm auf den Rücken. Und Sie sehen es, der Brawler wartet auf die Chance, den Ellenbogen anzubringen. Da hat sie sich geboten und zack, hat der Brawler zugestoßen. Gut gemacht. Sofort setzt danach ein harter Schlag. Gleich noch einer hinterher. Und der Whip-In. Nein, und Cassidy macht da ein Reversal draus. Hin und her geht es jetzt. Und da der Arm. Smash von Brawler, aber Cassidy war schon weg. Hip-Toss von Cassidy. Und ein Dropkick. Heute sehen wir doch sehr viel mehr von Lance Cassidy. Dann setzt er einen Armdreher an. Ja, der mündet in den Armbar. Und hier zeigt sich, dass Cassidy auch Kraft hat. Denn einen Brawler bringt man so schnell nicht aus der Fassung. Cassidy hält weiter fest. Aber da befreit sich der Brawler. Cassidy blockt den Hip-Toss ab, doch da gibt es ein Clothesline gegen ihn. Und er hat wirklich wunderbar gesessen. Cassidy rührt sich nicht mehr. Der Brawler hat nun das Kommando wieder an sich gerissen. Er ist wirklich genau das Kaliber, an dem sich ein WWF-Newcomer messen kann. Der Brawler schickt Cassidy jetzt sogar ins Seil. Ein harter Clothesline. Zieht ihn wieder zurück in den Ring. Gibt ihm noch einen harten Tritt in den Magen ab. Er fragt das Publikum, ob ihm diese Aktion gefallen. Die Zuschauer reagieren mit Abscheu. Aber der Brawler wittert jetzt Morgenluft, glaubt diesen neuen Mann.
zeigen zu können, was eine Hake ist. Diese Aktionen hier sind zwar regelwidrig, doch sie verfehlen ihre Wirkung nicht. Whip in from Brawler. Aber Cassidy weicht aus, der Brawler stürmt daneben. Gut reagiert von Lance Cassidy. Natürlich ist er jetzt wieder leichtfüßig. Nun kann er den Brooklyn Brawler gut herausfordern. Der lässt sich natürlich nicht lange bitten. Aber er landet ungespitzt wieder in der Ecke. Und Cassidy nun mit wahren Schlagsalven. Er will nun diesen Kampf endgültig für sich entscheiden. Wenn man so sieht, wie er in dieser Phase mit dem Brawler umspringt, dann könnte ihm das durchaus gelingen. Wahnsinnig schnelle Trittserien hier. Der Brawler kommt überhaupt nicht mehr mit. Ein Whip-In. Und schon wieder ein Dropkick von Cassidy. Sofort steigt er aufs Seil. Dort wartet er ein wenig. Und da ist der Flying Body Press. Den führt Cassidy besser aus als sonst irgendjemand. Dieser Kampf ist vorbei und wir kommen gleich zum angekündigten Interview. And gentlemen, my guest at this time, new Intercontinental Champion, Shawn Michaels. I think he's cute. He's so sexy. He's got the look. This rise and go. Wow, got the moves that really move me. He sends chills up and down my spine. Just my sexy boy. Shawn Michaels, you are the new reigning Intercontinental Champion here in the World Wrestling Federation. But I gotta tell you, you met a tough man of the British Bulldog to capture that title. First of all, I do believe some congratulations are in order for the new champion. You know, I don't know about beating a real tough competitor. I mean, had I known it was going to be this easy to become the Intercontinental Champion, I might have given second thoughts to being so footloose and fancy-free. Maybe. But you know, now Shawn Michaels is ready for all comers. Whoa, 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 wait a minute. All comers? What about Marty Jannetty? Ooh, Marty Jannetty. Marty Jannetty. You know, the last time I saw you, Jannetty, you were so petrified of Shawn Michaels that you went diving out the barbershop window. I mean, I don't know who this guy thinks he is, Superman or something. Well, I got news for you, Soup. The Man of Steel is gonna get melted down. I've got another question for you on the subject of Marty Jannetty. You contend that he intentionally hit a woman. I don't buy that for a minute. As a matter of fact, I now have information that tells me you haven't even expressed any interest in the well-being of Sensational Sherry. Gene. First of all, Marty Jannetty intentionally attacked a woman. He intentionally went after her. I mean, I did everything within my power to protect Sensational Sherry, but it just wasn't meant to be. But you know, as for you, Jannetty, Shawn Michaels is the Intercontinental Champion, and I'll take care of you soon enough. And Sherry, babe, I know you're out there watching. You and about a billion other women. But I'm talking to you, hon. Sit tight. Sit by that phone. Wait for it to ring. Because when I can, when I get a chance, I'll do my best to get a hold of it. You gotta understand, babe. I got a lot of demands on me now, but hold on. I'll get to you soon enough. And Jannetty, if you want some of me, come and get it, because I'm going to prove to everybody that I am the man that I say I am, the sexiest Intercontinental Champion of all time. Ladies and gentlemen, Shawn Michaels is leaving the building. Oh, Shawn! I think he's cute. He's so sexy. He's got the look.
Shawn Michaels hat die Klappe ja ganz schön weit aufgerissen. Mit Sicherheit werden sich Jannetty und Michaels in nicht allzu ferner Zukunft im Ring gegenüberstehen. Und Sherry, gebe ich einen Tipp, frag mal Mr. Perfect nach Rat. Der weiß, wie man einen Betrüger und Lügner hinter sich lässt. Nun aber zu unserem nächsten Kampf. Rick Martel, der es bei der Survivor Series mit Tatanka zu tun gehabt hat und verloren hat, ist im Anmarsch. Wenigstens hat er nicht dieses alberne Kapitänskostüm der letzten Woche an. Heute erscheint er wieder im altbekannten Dress. Sein Gegner ist Scott Colantonio, sicher ein Mann mit viel Potenzial, das er bisher allerdings nicht voll zur Geltung bringen konnte. Martel ist offenbar von Colantonio angewidert. Aber gleich bringt er mit einem Toehold-Takedown zu Boden. Macht mit Armdrehern weiter. Und clever setzt er das Knie ein, um Colantonio zu schwächen. Martel weiß sicher, dass Scott zu den Besseren im Lande gehört. Schöner Überwurf. Wieder ist Martel am Arm und wieder ist das Knie dabei. Martel will heute wohl seinen Gegner ganz langsam und Körperteil für Körperteil schwächen. Momentan sind ihm die Arme dran. Aber da kontert Colantonio, verdreht Martel den Arm und der kontert seinerseits wieder mit einem Clothesline. In letzter Zeit haben wir ja einen wirklich sehr aufgestachelten und recht guten Rick Martel erlebt. Whipping von The Model. Da verfehlt er mit dem Ellenbogen. Und Colantonio streckt ihn mit dem Flying Body Press nieder. Schön gemacht, aber das Cover misslingt. Ja, Martel reagiert mit ungeheurer Wut. So will er nicht in Bedrängnis gebracht werden. Whip-in hier von Martel. Wieder kein Erfolg und ein Sunset Flip von Colantonio. Aber das Cover misslingt nochmals. Ja, Martel nun noch wütender, das erkennt man deutlich. Er zeigt einen schnellen Body Slam und übergangslos folgt der Knee Drop. Da der regelwidrige Würgegriff, den wir von Martel in jedem Kampf sehen. Der Ringrichter schreitet sofort ein. Martel lässt auch rechtzeitig los, aber er hält den Druck aufrecht. Aus der Ecke schon wieder ein Whip-In. Colantonio federt ab, aber sein Reverse Backflip geht ins Leere. Martel hat ihn offenbar schon erwartet. Da zeigt sich wieder seine ganze Routine. Und schon schreitet er wieder zur Tat. Jetzt der Boston Crab. Martel dreht Colantonio herum, gelungen. Und der gibt auf, der Kampf ist gelaufen. Martel hatte einige kleinere Probleme, aber er scheint bestens vorbereitet zu sein, wenn größere Kaliber es mit ihm aufnehmen wollen. Gut gemacht. So, und nun gleich unser nächster Kampf. Wie Sie das von uns gewohnt sind, geht es Schlag auf Schlag. Hier sehen wir einen grimmig dreinblickenden W.T. Jones. Hier ist W.T. Jones. Ja, er hat es mit dem sensationellen Neuling Max Moon zu tun, der alleine schon durch seinen Einzug für Aufsehen sorgt. Er hat sich allerdings im Ring ebenfalls schon bewährt. Mit Fug und Recht wird er als der Wrestler der 90er bezeichnet. Mal sehen, ob er vielleicht eines Tages auch einem Shawn Michaels gegenübersteht. Hier seine typischen Rollen, mit denen Moon immer in den Ring kommt. Jones beschwert sich. Ich verstehe nicht ganz warum, daran ist eigentlich überhaupt nichts Regelwidriges. Erster Lock hier. Jones gelingt der Side Headlock. Aber Moon kommt da schnell raus, verwandelt ihn in einen Standing Wristlock. Aber wieder sichert sich Jones den Vorteil. Reversal von Jones, das war eben sehr ungewöhnlich. Moon kontert aber, zeigt einen Hip-Toss und einen Arm-Drag hinten dran. Nun scheint Moon in diesem Kampf so richtig drin zu sein. Und hier stellt er sogar seine Kraft unter Beweis, indem er den Ellenbogen hart auf die Schulter von Jones niedersausen lässt. Gleich nochmal das Ganze. Moon hat Jones wohl auch klar unter Kontrolle. Armdreher hier. Und noch einer. Aber hier sticht Jones Max Moon in die Augen und so kann er sich befreien. Armdrehen und von ihm.
Und Jones rächt sich mit harten Schlägen. Das kann ich auch Willem Moon so sagen. Noch ein Armdreher. Und wieder harte Schläge auf Moons Schulter. Aber plötzlich kontert der wieder. Side Headlock von ihm, dann Reversals. Und da der Underhook Suplex. Jetzt geht es doch schnell zu, zumindest von Seiten Max Moons. Aber er lässt nicht nach. Das zeichnet ihn eben aus. Der Body Slam. Nun geht er ins Seil. Da kommt seine Rolle auf den Mann. Ich glaube, bald will er diesen Kampf beenden. Noch ein gezielter Schlag. Dann der Whip-In. Und der Reverse-Kick, wie immer, wunderbar ausgeführt. Aber Jones gelingt noch einmal ein Reversal. Und hier prallt er auf Moons Fuß. Und der kommt vom Seil mit dem Reverse Bulldog geflogen. Sensationell gut ausgeführt. Und nun will er natürlich seinen Finishing-Move zeigen. Hier ist auch schon auf dem Seil. Und der Reverse Backflip. Tja, und dieser Kampf ist vorbei. Ein wirklich wunderbarer Techniker, dieser Max Moon. Wir sehen gleich einen alten Bekannten wieder, der nach einer längeren Pause wieder in der WWF aufgetaucht ist. Halleluja, Brothers and Sisters. This is the Reverend Slick here. And I want to take this opportunity just to give thanks. First of all, I want to give thanks to all of you for that very warm reception that I received at Survivor Series. It touched my heart, brothers and sisters. And then I want to stop and give thanks for this blessed opportunity to stand and let you know that yes, I've seen the light. And yes, I'm thankful I'm a different person with a new attitude and a new determination. And you know, as I entered into the studio here, I saw a man and he said, Reverend, I want you to pray for me. I've got arthritis in my legs. And I said, brother, just be thankful. So many people don't have legs to have arthritis in. Yes, I'm thankful for this air we breathe. Yes, I'm thankful for this opportunity to live in this country and work and serve and praise and have the freedom to choose my own religion. Yes, I'm thankful to be back in the World Wrestling Federation. Das war ein vehementer Slick, den die meisten von Ihnen wohl noch als gemeinen und hinterhältigen Manager erlebt haben. Nun ist er geläutert, hat seine Die Aussage ist genauso geschmacklos wie Razors Verhalten. Wollen wir also nichts weiter dazu sagen. Razors Gegner heute ist Mark Morgan. Hat schon wieder was zu sagen, wie üblich. Und Mike McGurk schaut etwas verwirrt und ängstlich rein. Sie weiß natürlich, dass er seinen Machismo an ihr ausprobieren will. Ja, wahrscheinlich will er nur protzen und Mike fürchtet sich davor, ihn knallhart abfahren lassen zu müssen. Also wir wissen, ihr Typ ist er nicht. Das macht sie natürlich für ihn noch interessanter und Razor will einen Kuss von ihr. Mike beißt ihn noch in die Backe. Verdient hätte er's. Na, Razor ist ein bisschen verwirrt von dieser sehr selbstbewussten Reaktion. Weicht zurück. Bravo, Mike McGurk. Gut gemacht. Ich bin zwar selbst ein Mann, aber Machos kann ich einfach nicht verknusen. Ich glaube, die Wut über diese Reaktion dürfte jetzt voll Mark Morgan treffen. Razor droht natürlich zuerst mal wieder dem Offiziellen, dass dem Gold besser nichts passiert. Ich glaube, da muss sich Razor keine allzu großen Sorgen machen. Das Geschmeide ist einfach geschmacklos. Ja, jetzt geht's auch los. Er geht sofort auf Morgan los. Die Wut hat ihn offenbar gepackt und Morgan muss es jetzt ausbaden. Auch in der Ringecke wird er jetzt noch verprügelt.
Dann wirft Razor den armen Morgan an den Haaren in den Ring zurück. Ja, diese Gewalttätigkeit war zu erwarten. Razor lässt sich natürlich auch vom Ringrichter nichts sagen. Wieder ein harter Tritt. Razor wieder mal ohne großes Tempo. Oh, aber was für ein Slam, dass der hier folgt. Unglaublich. Wieder ist Razor sehr langsam unterwegs. Diskutiert noch mit Ringrichter Danny Davis. Er stößt Morgan ins Seil. Vielleicht zeigt er uns wohl wieder eine Aktion aus der Ringecke. Jawohl, Razor setzt Morgan auf das Seil. Von dort kommt natürlich ein Suplex. Mal sehen, welcher. Das ist der Side-Suplex. Nun scheint der Kampf beendet zu werden. Mal sehen. Ja, Razor scheint zwar wild entschlossen, hier nichts anbrennen zu lassen, aber er weiß genau, dass dieser Gegner ihm überhaupt nichts mehr anhaben kann. Er hebt Morgan hoch in die Luft. Der Ansatz zum Razor's Edge. Und er ist auch schon. Ja, Razor ist schon ein beeindruckender Mann, das muss man ihm lassen. Bei einem Perfect sollte er vielleicht doch nicht so schnell unterkommen. Sie hören es, meine Damen und Herren, dieser letzte Kampf für heute ist ein Match, in dem es um den Titel des Intercontinental Champion geht. Herausforderer ist Virgil, der Mann, der sich von ganz unten nach ganz oben hochgearbeitet hat. Ein netter und sehr, sehr sympathischer Kerl. Hier haben wir Shawn Michaels, der den Titel des Intercontinental Champion beim Saturday Night's Main Event dem British Bulldog abnahm. Es war ein hart umkämpftes Match, doch am Ende setzte sich Michaels durch. Jetzt ist aber Marty Jannetty wieder auf den Plan getreten, wie wir vorhin im Interview gehört haben. Ja, und was mit Sensational Sherry passiert, das weiß niemand. Fragen über Fragen, doch eine Frage wird sicher bald beantwortet. Kann Virgil Michaels den Titel abnehmen oder nicht? Die beiden sind sehr vorsichtig, das merkt man. Während Michael seine gewisse Überheblichkeit auszeichnet, ist es bei Virgil die wilde Entschlossenheit, ganz nach oben zu kommen. Hier gleich der erste Lock in diesem Titelkampf und Michael ergreift sofort die Initiative, einige schnelle Aktionen und schon hat er Virgil auf dem Boden. Es wird noch ein bisschen geprotzt und Virgil stört Michael nicht. Und wenn er ihm den Titel abnehmen sollte, dann bitte fair. Side Headlock von Virgil. Aber ein Whip-In von Michaels als Antwort. Sehr schön hat er den ausgeführt. Und da der Toehold-Takedown. Aber Michaels lässt schnell wieder los. Er gibt Virgil noch einen Klaps mit und das bringt ihn so auf die Palme, dass er hinter Michaels herstürmt. Aber Shawn weiß, dass Virgil sich zurückhalten wird, sonst könnte er disqualifiziert werden. Ja, Shawn Michaels treibt da üble Spielchen. Beide scheinen sich jedoch wieder beruhigt zu haben. Sie lassen es langsam angehen. Aber wieder Michaels mit dem Reversal und dem Vorteil. Virgil wartet ab, lauert. Und da konnte er. Wird er nun mehr Kapital daraus schlagen können?
Ja, offenbar nicht, denn Michaels ist schon wieder am Drücker. Aber diesmal befreit sich Virgil mit dem Ellenbogen. Er setzt nach, federt den Seil. Und da überrascht er Shawn mit der Faust. Und noch ein Inverted Atomic Drop. Ja, das geht ja ganz schön los hier von Seiten Virgils. Und noch ein Dropkick. Heute macht der Technikneuling, dem Meistertechniker, wirklich was vor. Cover hier, aber aus dem kommt Michaels raus. War zu erwarten, er ist wieder in der Ringecke. Und dort hält er Virgil mit dem Fuß auf. Leichtsinnig von Virgil. Michael nutzt diese Chance sofort und bringt einen Ellbogenstoß an. Sehr langsam, geradezu aufreizend langsam geht das. Und nochmal der Ellbogen. Nun ist aber wieder die Technik dran in Form eines Whippins, aber Virgil weicht wunderbar aus. Michaels prallt in die Ecke, sofort geht er hinter Virgil her, aber der kommt mit dem Flying Body Press. Das Cover ging aber daneben. Virgil weiter im Angriff. Er drückt Michaels ins Seil und rollt ihn ein. Ja, das war nichts. Michaels hält fest und Virgil ist wieder auf dem Weg nach vorne, aber er wird von einem Clothesline erwischt. Ja, Michaels weiß jetzt genau, dass er sich damit die Oberhand gesichert hat. Virgil ist heute sehr schwerfällig, er ist hart getroffen worden. Er kommt überhaupt nicht mehr richtig auf die Beine. Und Michaels nutzt die Chance zu einem Tritt. Natürlich, jetzt will er den Herausforderer vorführen. Noch ein Tritt hinterher und die Nummer 3. Shawn mag ein toller Techniker sein, aber sehr häufig hat er das bisher noch nicht unter Beweis gestellt. Jetzt ein Headbutt in die Ringecke. Wieder der bekannte Ellenbogenstoß. Sehr überheblich holt Shawn Virgil wieder aus der Ecke raus und zerrt ihn in die Ringecke. Und da folgt ein außergewöhnlich brillanter Standing Dropkick. Und dass der gut war, das weiß Michaels auch. Ja, das hat man ihm deutlich angesehen. Aber Michaels jubelt nicht lange, schon ist er wieder am Mann. Snapmare und ein Würgegriff. Michaels ist kein Mann, der einen regelgerechten Würgegriff ansetzt. Wenn er auf dem Boden ist, will er mit nur allen möglichen Tricks kämpfen. Und dieser scheint seine Wirkung nicht zu verfehlen. Virgil sinkt zu Boden. Michaels zerrt und quetscht weiter an ihm herum, denn er merkt, dass er seinen Gegner jetzt in der Bredouille hat. Tja, Virgil kann sich nicht aufrecht halten. Es könnte durchaus sein, dass er diesen Kampf verliert, weil er das Bewusstsein nicht behält. Die Anfeuerung aus dem Publikum kommt. Und Virgil kommt wieder hoch. Mit den Beinen trommelt er wild auf den Boden. Und er ist schon wieder oben, fast zumindest. Klar, jetzt kommen die Ellenbogenstöße, mit denen er sich befreien will. Das gelingt auch. Anlauf. Er weicht schon aus. Wieder weicht er aus, blockt ab. Und da ein Backslide, der gelingt tatsächlich. Aber wieder kommt schon aus dem Cover heraus. Und wieder einmal war Virgil unvorsichtig. Dafür kassiert er einen Clothesline. Michaels will diesen Kampf nicht mehr aus der Hand geben, klar. Und wann immer Virgil einen Angriff startet, hält Michaels dagegen. Das zeichnet einen Champion aus. Hier der Ansatz zu einem Back Suplex. Da ist er auch schon. Und sofort geht's wieder abwärts. Und Michaels gibt uns seinen arroganten und glücklichen Gesichtsausdruck mit auf den Weg. Dann widmet er sich aber wieder seinem Gegner. Ein Tritt mit Anlauf und der hat wirklich bestens getroffen. An Virgils Schrei hört man das. Michaels zieht ihn wieder hoch. Ringrichter Dave Heppner ist ganz nah dran, will nicht, dass dieser Kampf außer Kontrolle gerät. Wieder setzt es harte Schläge gegen Virgil. Dave Heppner bricht diese unfairen Aktionen ab. Aber Michaels badet seine Hände natürlich wieder in Unschuld. Dafür gibt es jetzt wieder einen Whip-In. Oh, aber Virgil mit einem überraschenden Takedown. Solche Aktionen beherrscht Virgil jetzt schon ziemlich gut. Und Michaels ist getroffen, das merkt man. Oder Virgil scheint noch viel schlimmer dran zu sein. Er muss ja nun schon seit einigen Minuten heftigst einstecken. Beide wieder auf den Beinen. Und da zieht Virgil geistesgegenwärtig die Beine hoch. Ja, Michaels ist ebenfalls jetzt benommen und Virgils Clothesline streckt ihn nieder. Nun ist Virgil wieder am Drücker. Hin und her geht das. Ein Großteil der Zuschauer wird es freuen. Natürlich, er tänzelt umher. Dann schickt er die Schläge auf die Reise und diese erzielen bei Michaels eine ziemliche Wirkung.
Michaels aus dem Gleichgewicht. Und mit Anlauf schickt Virgil ihn zu Boden. Na, jetzt ist Virgil so richtig dran, das Cover hier. Aber Michaels kommt wieder raus. Und jetzt ist er in der Ringecke. Er schafft noch dazu. Und doch gelingt ihm ein Reversal. Aber Virgil weicht erneut aus. Michaels wartet ab. Aber diesmal hat ihn Virgil kalt erwischt. Wir könnten heute einen neuen Champion haben. Und nochmal kommt Michaels aus dem Cover raus. Virgil stellt Michaels wieder hin, dann der Whip-In. Aber da stürmt er daneben. Das war so leichtsinnig. Michaels greift zu. Da ist der Side-Suplex. Ist das jetzt das Ende? Das Cover. Und tatsächlich, Shawn Michaels hat diesen Titelkampf gewonnen. Es war die erste von sicher vielen Titelverteidigungen. Sehen wir noch ein wenig zu. Und dann kommen wir zu unserer Vorschau auf nächste Woche. Mr. Perfect wird dabei sein. Von vielen wird er schon seit langer Zeit sehnsüchtigst erwartet. Bam Bam Bigelow mit seinem ersten und sicher sehr feurigen Kampf.